Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Woche von meiner Videopack-Kollektion. Wir haben bei Nummer 17 aufgehört, das heißt, völlig überraschend, machen wir mit Nummer 18 weiter. Richtig, wer jetzt eine andere Nummer gesagt hat, der ja, wird vielleicht Mitglied in einer Partei. So, Nummer 18, der geniale übersetzte Titel wieder Laserkrieg. Es ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Ziel der Übung ist, den Gegner zu eliminieren. Man kann ein bisschen mit diesen Blöcken da rumspielen, die können ein bisschen ablenken, die können die Farbe wechseln. Ist nicht so das beste Zwei-Spieler-Spiel, was man haben muss. Nicht wirklich. Da gibt es sicherlich bessere Sachen. Ist aber mal was anderes. Nummer 19. Nummer 19 hat zwei Spiele. Einmal Fang den Ball. Das heißt in der deutschen Fassung auch wirklich genau so. Und 3x3, besser bekannt bei uns vielleicht als Tic-Tac-Toe. Nicht die bekloppten Sänger, sondern das ist halt das mit ne? Kreuzen und Kreisen, ihr kennt das. Fang den Ball ist gar nicht so uninteressant. Das heißt, ihr seid dann, glaube ich, ein Clown und müsst abschätzen, wie der Ball über so eine Linie geht, damit ihr ihn unten fangen könnt. Ja, und gut, Tic-Tac-Toe ist klar, ne? Wer zuerst horizontal, vertikal oder diagonal eine Linie hat, der hat gewonnen. Das ist aber ganz nett, ist wirklich ganz nett umgesetzt. Kann man nicht machen. So, wieder geniale deutsche Übersetzung, die Burgenschlacht. Die mittelalterliche Version von Artillery Duel ist hier zu finden. Ihr habt einen Katapult, euer Gegner hat einen Katapult und Ziel der Übung ist, die Türme zu treffen. Ganz lustiges, ihr könnt den Gegner treffen, ihr könnt das Katapult treffen, ihr könnt auch euch selber treffen. Das ist wirklich gut umgesetzt. Die Plus-Version hat noch einen sehr schönen Hintergrund. Da komme ich aber auch noch zu, weil die Plus-Version habe ich hier auch rumliegen. So, das ist Nummer 20, also das für Sammler sicherlich ein Titel, den man haben muss. Logik, ich weiß, kommt bei den meisten Leuten unglaublich gut an. Dieses Pharaonenspiel, ich glaube, das gibt es auch irgendwie mit Bohnen umlegen und sonstiges. Also ihr müsst dementsprechend aufgrund einer gewissen Regel eure Pyramide mit diesen kleinen Blöckchen, ich hoffe, das sieht man irgendwie auch ein bisschen, belegen. Und das ist ein ganz interessantes Logikding. Ist nicht unbedingt ein Favorite Game von mir, aber war ganz spielbar und ist auch sicherlich immer noch interessant. So, jetzt kommt etwas, was definitiv mein Ding ist. Space Invaders auf dem Videopack. Man könnte das ganz böse nennen. Es ist ein ganz böser, geklonter Klon. Es ist aber genauso spielbar, es ist genauso gut. Es macht auch wirklich Spaß. Ihr habt hier noch den Unterschied, dass ihr diese Blöcke, die ihr sonst nur als Schutzwall habt, könnt ihr umwandeln in ein Schiff, wenn ihr das verloren habt. Das heißt, ihr habt also noch so eine zweite Chance. Ist wirklich ein toller Titel und wer die Chance hat, den zu kriegen, kann man machen. Der ist spielbar. Der ist wirklich spielbar. Und Space Invaders ist ja nun nicht gerade die schlechteste Referenz. Nummer 23 für unsere Las Vegas-Freunde. Ja, es ist eine Slot-Maschine. Ja, das war's auch schon. Diese Slot-Maschine hat aber auch Probleme mit dem G7400, was die grafische Darstellung angeht. Das heißt, da müsst ihr aufpassen. Das ist, ja, nicht ganz so gut gelöst. Da ist auch wieder irgendwas mit dem Zufallsgenerator, was nicht funktioniert. Es ist nicht der tollste Automat. Wer was braucht, kann es greifen. Das ist okay, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Game, was man in seiner Sammlung vielleicht haben muss. Nummer 24. Ja, Flipper oder Pinball. Ist ein toller Flipper, er ist wirklich gut, auch wenn er nicht so aussieht, der macht wirklich Spaß, der ist auch wirklich sehr spielbar und ist wirklich auch interessant und macht auch wirklich Spaß. Also das ist wirklich ein Game, wo man wieder positiv überrascht ist, was alles auf der alten Kiste machbar war. Das würde ich jedem raten, wenn man sich für Videopack interessiert oder überhaupt was hat, die 24 sollte man sich gönnen. Die 25, Unboxed, ja... Es ist Chi, es ist sehr ähnlich dem Atari-Ski-Game. Ihr habt hier auch wieder Slalom, Riesenslalom, Abfahrtslauf. Die Steuerung gefällt mir bei diesem Titel nicht ganz so gut. Es ist okay, man kann damit leben, aber sensationell ist was anderes. Aber wer sowas braucht, ist okay, es macht wenig Fehler. Es ist aber nicht so, dass man unbedingt das haben muss. Die 26 ist ein bisschen interessanter. Das sogenannte, der geniale übersetzte Titel Korbball, hat aber weniger was mit dieser Sportlichkeit zu tun, sondern ihr habt eben auch das Ziel, dass ihr eben die Bälle in Körbe transportieren müsst. Dafür erhaltet ihr Punkte. Die Anzahl der Punkte der Körbe werden da angegeben. Euer Gegner macht genau dasselbe.
Ihr könnt aber auch mit verschiedenen Sachen, also da gibt es auch so einen Punkt, wo irgendeiner Bälle transportiert und auch so, wo Minus und Plus und sich ändert, könnt ihr dementsprechend auch euren Gegner natürlich richtig Ärger machen, indem ihr die Punkte verändert. Das ist relativ interessant, das Spiel. Also das war sehr überraschend und ist auch heute noch überraschend, dass es wirklich gar nicht schlecht ist. Also wer ein bisschen Interesse daran hat, das ist ein guter Insider-Tipp, kann man zuschlagen. Ein weiterer Insider-Tipp, weil ich kenne wenig Konsolen, wo es ein Spiel über Tischfußball gibt. Das ist also wirklich das gute alte Tischfußball, was man auch kennt. Der gute alte Kicker sozusagen. Ja, und die KI der CPU war gar nicht so schlecht. Ist okay, ist ein bisschen mit der Steuerung ein bisschen suboptimal gelöst, ist nicht ganz so wie rund, wie es vielleicht sein könnte, sollte, ist aber vielleicht interessant und vielleicht kann mir das irgendwann sagen, ob es irgendwo noch ein Table-Soccer-Game oder Table-Football-Game gibt, ich weiß es nicht, vielleicht irgendwo auf dem 64er, mag sein, aber so in der alten Generation, glaube ich, ist das ziemlich eigenständig und ziemlich mal was anderes. Ist interessant, wer es kriegt, kann es kriegen. Was mir ein bisschen auffällt, der Titel war ein bisschen hart zu finden. Scheint ein bisschen rar zu sein. Ich weiß nicht, ob er wirklich rar ist. Kann mir auch einer mal schreiben. Aber wie gesagt, wer es bekommen kann, sollte es tun, ist es wert. Nummer 28. Volleyball. Ist ein bisschen ausgewaschen, das Cover. Deswegen gucken wir mal, dass wir das ein bisschen einfangen. Ist spielbar, ist okay, finde ich auch von der Steuerung nicht ganz so großartig, ist auch nicht so ein Game, wo ich sagen würde, das muss man in seiner Sammlung haben und ich glaube, das hatte auch wieder Probleme mit dem G7400, aber wie schon gesagt, das hänge ich, wie ich es im ersten Video schon gesagt habe, das hänge ich zum Schluss dran, dann könnt ihr das genau nachsehen und dann kann vielleicht auch einer mal, der ein bisschen auch Sammler ist, mal sagen, ob das wirklich nur was mit der Zufallszahlenfunktion hat oder ob es da noch einen anderen Grund gibt. Ich kann auch bis jetzt noch sagen, kann ich auch mal so als Sammler sagen, die meisten Module von damals, da gibt es ganz selten welche, die einen weg haben. Ich habe ein Modul, was auf beiden Systemen nicht funktioniert, das wird einen weg haben, aber sonst könnte da eigentlich, ob auf Flohmärkten oder eBay oder sonstiges zugreift, könnte eigentlich da zugreifen. Also da kann nicht viel falsch machen. Ja, wie gesagt, Volleyball ist ganz nett, ist ganz okay, ist nicht unbedingt mein Lieblingsgame, aber guckt's euch mal an, ihr werdet nicht enttäuscht. So, was auch diese Konsole immer für hat, dass man irgendwie Sachen hat, die es vielleicht so in anderen Sachen nicht gibt. Moment, wer ist der geile deutsche Titel? Dämme sprengen, genau. Oh, ich liebe die deutschen Übersetzungen. Dieser Arkanoid Breakout-Klon ist interessant, weil es gibt eine Zwei-Spieler-Option, beziehungsweise es gibt sowieso eine Zwei-Spieler-Option, das sind der Rechner die andere Rolle. Der eine verteidigt die Dämme, das heißt, der baut dann auch so Blöcke wieder auf. Ich weiß, jetzt schreien sie alle wieder, der baut also Blöcke auf und der andere kann diese Blöcke zerstören, so wie es halt typisch wie bei Breakout ist. Und es funktioniert gut. Es ist unglaublich interessant, es ist unglaublich spannend. Es wechselt dann nach einer Runde natürlich auch die Rollen. Kann ich nur empfehlen, kann man mal einen Blick drauf werfen. Ist eine interessante Idee gewesen und haben sie auch ganz gut gemacht. Nummer 30, sozusagen das erste offizielle RTS dieser Konsole. Ihr steuert eine Kapitän mit ein paar Soldaten und müsst sozusagen den anderen feindlichen Captain ausschalten. Ja, ganz gut gedacht. Natürlich sind die eigenen Soldaten so pfiffig wie ein Stück Toast. Und ihr selber könnt ihn, glaube ich, nicht ausschalten, wenn ich das noch richtig weiß. Ist aber interessant, kann man sich mal ansehen. Ist nicht unbedingt mein Favorite-Titel. Aber gebt dem einfach mal eine Chance, der ist ganz witzig. So, apropos witzig und unique. So, es gibt 31, tolle Übersetzung wieder Deutsch, der Musikant. Damit könnt ihr euer Videopack-System in ein Klavier verwandeln. In der richtigen Boxed-Version, die ich nicht habe, ich habe nur diese Kurzkassette, ist auch eine Tastaturschablone dabei, die man dann sozusagen als Klavier benutzen kann. Der läuft, soweit ich weiß, auf dem G7400 nicht sauber. Ich glaube sogar vielleicht auch gar nicht. Das heißt, es ist eine Frage, ob ihr das wirklich wollt, weil es gibt sicherlich wesentlich bessere Titel, mit denen man Klavier und sowas machen kann. Er ist sicherlich interessant für Sammler, wahrscheinlich auch Pflicht, den zu haben, aber ich fand den jetzt nicht so riesig. Aber gut, müsst ihr mal sehen. So, den letzten Bunde. So habe ich es auch in der englischen Version gemacht, deswegen machen wir gleich bei der 32 Schluss. Hier habt ihr ein Labyrinth-Spiel, das ist ganz nett. Da müsst ihr also mit so einem kleinen Block das Labyrinth verlassen. Und ein Supermind ist auch okay, kann man auch mitleben.
sind beide Sachen spielbar. Und damit ihr auch seht, womit es dann nächste Woche weitergeht, die 33. Die Videopack-Version vom Zirkus, vom Atari oder Circus. Und damit geht es dann nächste Woche weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sehen wir uns nächste Woche wieder, dann mit der Nummer 33. Boah, vielleicht kriegen wir ja doch noch 3 oder 4 Videos hin. Wollen wir mal gucken. Auf jeden Fall kommt noch, das kann ich schon mal sagen, ich habe noch 2 größere Box-Versionen. Da kommen wir auch noch zu. Und ein paar andere Sachen haben wir auch noch. Also werden es wahrscheinlich 4 Videos. Okay, ich bedanke mich bis dahin fürs Zuschauen. Sehen wir uns nächste Woche wieder, dann mit Teil 3. Auf Wiedersehen.